Wird Ihnen präsentiert von Soul of Africa, Ihrer Galerie für zeitgenössische afrikanische Kunst. Christoph, ich grüße dich. Christoph Hallo. Hammer von Hammer Objects. Ihr habt auch einen Stand hier genau. auf der Messe. Und wir stehen hier an einer echt schönen Kommode in Signalrot. Genau. Du hast die ganzen Sachen gebaut, entwickelt und gemacht. Wieso rot und wieso gebeizt? Ich benutze nur Massivholz und beizen macht kaum noch einer. Und ich finde es einfach schön, die Holzstruktur noch durchzuschauen. Das ist mir wichtig. Und was ja ganz besonders ist, dass es auch so in dieser Signalfarbe ist. Das siehst du auch nicht so oft. Genau, das sieht man ganz selten. Und ich weiß nicht, ich habe es gern bunt zu Hause. Und deswegen beize ich das gerne bunt. Wer nimmt deine Objekte? Also was ist die Zielgruppe? Tatsächlich jeder. Mich gibt es noch nicht so lange, deswegen konnte ich es nicht genau einordnen, wer meine Zielgruppe ist. Aber ich bin überrascht von, eben war ein 17-Jähriger da, der sich gerne eine Kommode kaufen würde, bis zum 85-Jährigen, alles dabei. Und wie entwickelst du dann diese ganzen Möbel? Also deine Idee oder sind das dann die Kunden, die zu dir kommen? Nee, das sind alles meine Ideen und ich variiere das dann. Also wenn der Kunde meint, er hätte die gerne einen Meter höher oder einen Meter breiter, mehr Schubkästen, größere Schubkästen, mache ich das alles. Also du hast auch auf die Messe neue Objekte mitgebracht. Genau, genau. Die Bank und die Stühle, die sind neu. Mhm. Und was ist das Besondere hier jetzt an der Bank? Wichtig ist mir einfach, dass ich was Nachhaltiges produziere. Ich habe lange gesucht, bis ich einen Baumwollsamt gefunden habe, der 100% Baumwolle ist, der sich vielleicht auch mal waschen lässt. Der Rest wieder gebeizt, auch wieder individualisierbar, genauso wie der Stoff. Wie lange brauchst du für so eine Bank? Ich mache alles von Hand. Und ich denke mal, so eine Bank, gute 2-2,5 Tage bin ich beschäftigt. Hast du schon Ideen jetzt wieder im Kopf? Weil ich habe schon wieder neue Ideen, ja. Also nächstes Jahr, wenn ich wieder herkomme, habe ich auf alle Fälle noch Schreibtische dabei, Esstische und ich denke mal noch ein paar mehr Stühle. Super, und dich findet man auf Instagram. Genau. Super, ich danke dir sehr und toi 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 und dann freuen wir uns auf den Stand nächstes Jahr. Dankeschön. Wurde Ihnen präsentiert von Soul of Africa. Ihrer Galerie für zeitgenössische afrikanische Kunst.